Einen wunderschönen guten Abend. Also bei mir ist es morgens 2 Uhr. Und da kann man ja noch Abend sagen. Gut, wir sind in Level 16 angelangt. Offensichtlich. Jetzt ist auch schon wieder 2 Wochen oder so her, oder noch länger, dass ich gespielt habe. Mausempfindlichkeit erhöhen. Und dann können wir uns hier vielleicht rauswagen. Obwohl es hier eigentlich sehr angenehm bequem ist, aber wir müssen dann irgendwann weiter. Musik ist gewechselt, eigentlich nur ein Track, aber ich habe 2 rausgemacht. Und wahrscheinlich ist der eine dann eh wieder falsch, aber mal gucken. Ist ja auch egal. Fällt eh keinem auf. Wie begegne ich dem Spacko jetzt? Der ist schon tot. Ich glaube, er hat mich nicht mal erwischt. Ich habe sogar mehr als 100 Shield mitgenommen aus dem letzten Level. Ich bin überrascht. Ich glaube, das war das Level, wo ich dann, als die Mine schon am Explodieren war, mir nochmal Energie geschnappt habe. Das fand ich ganz ulkisch. Komischer Raum. Ist das ein Feind oder ist das ein Monitor? Es ist ein Feind und ein Monitor. Okay. Was ist das denn? Ich kenne den nicht. Das ist ein neuer Gegner, der wurde angekündigt, glaube ich. Also keiner, den ich aus dem Secret Level kenne. Der hat geile Laserschüsse. Die will ich auch. Hoffe ich, kriege ich die irgendwann mal. Wahrscheinlich nicht. Ich nehme an. Ach so, das sind die ganz normalen Laserschüsse. Von diesen blauen Typen wahrscheinlich. Und so. Oh, da ist noch einer gewesen. Aber ich habe klug agiert und bin sofort wieder weg. Und wo ist er? Die sind ja gar nicht so schwer. 129 hatte 135 Grad. Ja. Moment, ich mache das am besten so. Oh, da sind viele. Haben sie wieder alles gespiegelt hier an Gegnern? Ich sehe schon. Dann spiegele ich auch mal mein Verhalten. Oh, war da jemand? Ist es jetzt wieder jemand oder? Ich probiere mal. Ach, das sind diese Easy-Gegner. Die schon kaputt sind. Und der ist irgendwie überhaupt nicht aggressiv. Aber ich bin einfach nur dumm. Es scheint wieder irgendwie leicht zu werden, das Level. Leichte Gegner, aber es liegt dann wieder am dummen Verhalten meinerseits. Wie man hier wieder sieht. Ich fliege einfach dran vorbei. Hä? Dann ist er tot. Und dann ist er tot. Und schon das Energiesetter. Okay, das Level ist kickifatz einfach. Wahrscheinlich kommen gleich wieder 3, 4 Spawner auf einmal und dann war es das mit dem einfach. Aber bis hierhin lässt sich das schon vermuten, dass es keine große Herausforderung wird. Autsch! Es sei denn, man spürt plötzlich irgendwas Unangenehmes im Gesicht kleben. Schießt wieder so schüchtern wie im ersten Video. Aber muss ich auch gar nicht, ich hab da Energiesender. Weg mit dir, stirb! Der lebt immer noch. Was ist denn für einer? Ich ziel doch nicht so schlecht. So, jetzt hol ich mir. Moment, wo war das? Energiesender. Das war doch hier unten. Ein sehr kleines, aber stört mich nicht. Hauptsache, Hilfe! Hilfe! Gegen die Witzfiguren hier kann ich auch mal wieder Spreadfire benutzen, was ich ja eigentlich sehr vermisse. Aber ist gegen echte, schwere Gegner halt nicht mehr so wirklich anwendbar. Eher gegen so kleine und schwächere, da ist es dann ganz in Ordnung. Dann sind sie nämlich ganz schnell tot, besonders wenn dann irgendwo bei diesen anderen Roten so kleine Kinder rauskommen. Dann kann man die mit den Dingern, mit der Streuung schön einfangen. So. Ah, hier geht's sogar weiter. Da hinten sind die Gefangenen und jetzt geht's auch noch ein Stockwerk tiefer. Toll. Soll ich mich das trauen? Soll ich mich das trauen? Ach, das ist nur... Zumindest auf dieser Seite ist es nur ein... Michigan Secret. Und auf dieser Seite... Ja, ist voll zusammengezogen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die jetzt was Neues bringen. Wow. Willst du eine Homing schmecken? Das war zu hoch.
Das sind fucking Concussions. Was soll ich mit Proximity Bomb? Oh, fick dich doch. Irgendwo waren noch Homings hier. Ja, smart, und ich bin falsch geflogen. Ah! Egal. Ich denke mal, auf die Homings kann ich jetzt erstmal verzichten. Die werden nicht so tragisch sein. Und da baller ich einfach mal rein. Aber die sind halt ausgewichen. Das ist denen ihr Glück gewesen. Brauche ich noch Smarts? Tatsache. Nur eine, aber. Und der ist schon tot. Viel zu einfach hier. Gibt's hier irgendwas? Ich will mal wieder ein Secret finden, das wäre schon voll cool. Es gibt viel zu wenige Secrets. Ich befürchte ja, es gibt keine neue Waffe mehr. Wäre aber schon ein bisschen schade. Oder war da nicht noch? Laser, Vulcan, Spreadfire, Plasma, Fusion, Concussion, Homing. Und dann geht's nicht mehr weiter. Doch. Ah, da ist noch eins frei, aber es wird nicht angezeigt, was es ist. Ich glaube, das ist einfach nur, damit man zwischen Homings und Smarts eine freie Stelle hat, damit man nicht immer verwechselt. Keine Ahnung. Aber maximal gibt's auch eine Raketensorte vielleicht. Oh, wie süß. Süß. Gar nicht mal so süß. Hat's mich erwischt? Glaub nicht. 141. Wie schlecht bist du denn? Bams, arme Wand. Ey, wo bist du? Komm zurück. Was seid ihr denn für komische Witzbolde? Ja, viel zu viel Angst vor mir. Wo? Irgendwas Unsichtbares. Was man nicht mal sieht. Hä? Wo ist es hin? Ich hab's nicht mal gesehen. Ah, er will mich so vernichten. Ist sehr witzig. Okay, vielleicht gibt er mir wieder Unverwundbarkeit. Wo war er denn? Hier ist auch so nichts irgendwie aufgetaucht. Ja, aber er ist nicht unsichtbar. Auf jeden Fall lockt er halt die gefährlichen Gegner auf die Fährte und deswegen muss ich das verhindern. Und er hält halt viel aus. Und er ist sehr schnell und widerspenstisch. Und er haut ab, der Saftsack. Stirb doch mal bitte jetzt. Danke. Lässt natürlich nichts fallen. War hier ein Geheimgang? Nee, sah nur so aus. Was ist denn das für eine Leuchte? Hatten wir auch noch nie. Hab Angst. Ach, da geht's zurück, oder? Ich prüfe. Ja, ich habe geprüft. Von da kam ich sogar. Geht's wieder? Aha, Witzbold. Ich glaube, Spreadfire braucht nicht so viel Energie wie so ein Laser 4. Double Quad Core. Nicht schön. Der ist schon tot, cool. Schwächling. Boah, da kommt er aber. Klasse 1 Drohne. Ich fühle mich echt wieder ein bisschen unterfordert. Die Level werden echt langweilig. Also nicht langweilig, aber leicht. Zu leicht. Da verfolgt mich irgendwas. Hilfe! Ah! Das ist unschön, wenn es so schnell ist. Manometer-Motor. Ihr versteht? So, Hui, was haben wir denn da? Keine Bewache. Hätte mich auch gewundert. Hätte mich jetzt echt gewundert. Früher habe ich drauf gewartet, inzwischen hätte es mich dann echt gewundert. Hier geht's weiter.
Okay. Oh, da ist eine Tür. Nein, schon wieder Lava. Warum? Vielleicht können wir das überspringen, den Part. Was ist gekommen? Was? Da war bestimmt ein Unsichtbarer auf der anderen Seite, der ist aber hoffentlich nicht da durchgekommen. Hat mir so ein Torbogen schon mal als Leuchte? Boah, voll in die Fresse. Der will wohl meine Spreadfeuer spüren. Die stoppt ihn auch mitten im Flug. Zack. Voll den Ton nicht getroffen. Was denn hier für Schleichgänge? Homings! Und da ist er weggeflitzt. War das überhaupt ein Hulk? Ich dachte erst, es war ein Hulk. Ich glaube, es ist gar keiner. Doch, ist einer. Das ist einer. Eindeutig. Eindutig. Schisshase. Voll der Angsthase. Drehen. Ich glaube mal so lang. Und noch mehr Homings. Hab ich wieder 10. Und da ist die blaue Tür. Wenn ich jetzt hier weiterfliege, komme ich wieder zum Energiecenter. Perfekt. Zumindest in der Theorie. Ja, es ist halt sehr dunkel, aber es geht hier durch. Und die kann ich immer noch nicht einsammeln. Und dann hier rum. Und dann, na, tanken. Dankeschön. So, irgendwie vielleicht noch was vergessen am Anfang? Ist mir das nicht irgendwie vain? Ich gehe einfach jetzt durch die blaue Tür. Mal gucken, ob ich das Level nicht in Rekordzeit irgendwie erledigen kann. Könnte ja ein Kandidat dafür sein. Nach dem, was ich bisher gesehen habe. Hier war ich hier schon. Da sind noch zwei Türen. Da war ich bestimmt noch nicht in beiden drin. Und außerdem geht's hier in die blaue. Und da ist. Warum machen wir da zwei Türen hin? Damit ich jetzt nicht nach hinten ausweichen kann, wahrscheinlich. Nicht so angenehm. Oh, war gar nicht notwendig. Seltsam. Warum so einfach? Hängt an der Kante und. Dann häng ich am Galgen. So, erstmal den Bösewicht da hinten. Wo ist er denn gewesen? Ach, da. Ich sehe ihn ja gar nicht. Aber er ist da. Er ist da. Und er ist tot. Hey. Da habe ich nicht gesehen. Der arme Sehblinde. Nein, er ist sprachblind. Energie auch mal wieder. Was man gar nicht braucht hier. Oh, eine Klasse. Also erste Klasse. Ein Schuss und dann ist er tot. Und dann versau es mir so. Ach, fick dich. Fick dich. Mr. Akro. Oh, da ist ein Halt. Ich liebe ja eigentlich große Räume, aber das... Weiß ich nicht, was das wird. Und das war knapp. Nicht nach hinten fliehen, bitte. Einfach sterben. Danke. Ich frag mich aber, warum er nicht geschossen hat. So weit weg war ich schon gar nicht. Schreiben wir doch. Hier gibt's nichts. Ich fühle mich verarscht. Das Level ist so einfach. Denken die, man verliert sonst die Lust, wenn es immer schwieriger wird. Oh, was kommt da denn angeschossen? Angeschossen. Gelber Schlüssel fehlt mir noch. Hol ich mir. Was ist oben? Was ist unten? Was ist das denn? Noch ein Energiecenter. Überraschung. Ich glaube, die wollen einen echten Sicherheit wegen. Es kommen ein paar Level, wo es so kacke easy ist. Und dann kommt bestimmt so ein Level, wo
alles sich ändert. Ein richtiges Haut drauf, Wetter anbricht. Wo sind sie denn jetzt hin? Wer ist da? Wieso verarschen die mich so? Erstmal um den kümmern. Jetzt kommen die natürlich wieder. Ich bleib mal hier stehen ein bisschen. Und da kommen sie. Oh, was? Wo kommt der denn jetzt her? Die wollen mich wohl verarschen hier. Da ist aber der gelbe Schlüssel schon. Ey, wie schnell soll das Level dann beendet werden? Hilfe! Was macht der denn für Kunststücke? Danke. Boah, Mann. Hilfe, Mann. Langsam kriegst du mit der Krise zu tun. Aber nein, eigentlich nicht, ist leicht. Oh, gefährlich. Habe ich irgendeine Rakete gerade schießen hören? Da ist nämlich noch irgendwo ein Hulk, das weiß ich. Aber hier ist nicht so, die kommen einfach von selber raus. Wenn sie hier drin bleiben würden, hätte es viel schwieriger. War da. Oh, ich hab's geahnt. Oh, Kacke. Kommt der mir einfach entgegen. Dann muss ich erstmal mich um den kümmern. Aber wenn er wirklich jetzt kommt, dann stelle ich mich hier hinten hin. Und warte. Der kommt! Genial. Wie genial und zuvorkommend ist das. Und hat gereicht. Viel zu einfach. Wo geht's denn weiter? Habe ich irgendwie verpasst, wo es weitergeht? Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Doch, hier ging es ja weiter. Ich habe mich nur halt gedreht, deswegen sieht das so komisch aus. So habe ich vorher gestanden. Ist halt auch falsch rum, aber egal. Jetzt war jetzt dumm. Ich hätte vielleicht mal einen neuen Speicherstand machen sollen, ausnahmsweise. Irgendwo ist hier ein böser, böser Bohrer. Den gibt es auch noch. Dann gehe ich vielleicht mal in die Richtung zurück. Ist das besser? Offenbar. Speichern. Jetzt gibt's Revenge. Revanche. Haben zwar erwischt, aber naja. Wenn ich jetzt schon die Chance habe, will ich auch mal 200 Shield kriegen. Vielleicht klappt's ja. Und zack. Hat nicht getroffen. Hat er sich versteckt oder was? Rein da. Dreh dich doch gescheit. Wie ich mit dem Kopf drehe, wenn ich im Schiff auf dem Kopf stehe, dann drehe ich schon mal im Kopf gleichzeitig. Total bescheuert. Dann ist er tot. Sieht ganz harmlos aus, ne? Ein Spawner! Ein Spawner! Ah! Ein Spawner! Was ist das? Unsichtbare! Unsichtbare Feinde! Warum können die so gut ausweichen? Und dann Sturzflug! Ah! Und dann fliegen sie um mich herum! Ey, das ist gefährlich, wenn so viele Unsichtbare hier... Boah! Gib mir das, gib mir das! Oh, lass mich mal in Ruhe hier. Das war richtig kacke. Richtig kacke. Oh Mann. Dummer Spawner. Ich glaube, ich gehe einfach mal weiter. Was haben wir hier noch? Ich könnte einfach durch die gelbe Tür gehen, da bin ich nicht durch, ne? Hier war ich noch nicht. Boah, wie viel Smarts! Die müsste ich mal alle benutzen. Ich weiß nicht, wo ich durch soll. Ich gehe einfach durch die grüne... Das ist der grüne Schlüssel gewesen. Hier war doch noch irgendwo die grüne... Ich suche mal. Über die Karte. Ich habe mich wohl geirrt, da war nur der grüne... der gelbe Schlüssel.
Und keine grüne Tür. Grün, sage ich ja nicht. Gelbe Tür. Okay, dann habe ich leider nicht viel Wahl. Was? Irgendwas verschwunden. Ah, da gibt es Sinn. Jetzt komme ich hinter dem das System der Karte. Er ist so weit weg, aber er macht dann so komische Kunststücke, dann ist er dann doch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die spielen echt ihre Können in größeren Räumen aus. In engen Gängen können sie nicht so gut ausweichen.